Und wir sind wieder hier. Hallöchen. Na, geht weiter mit Bioshock Infinite. Und wir wollen rausfinden, was Lady Comstock alles so für eine Scheiße erlebt hat. Wir haben jetzt schon rausgefunden, dass sie wahrscheinlich nicht die Mutter von Elizabeth ist. Sondern bloß irgendeine Strüpp aus... Naja, weiß ich nicht, aus anderen Zeiten? Aus verschiedenen Zeitwelten? Wer weiß. Also irgendwie mit einer Maschine wurde sie gezeugt. Könnte man jetzt sonst was erwarten, aber wahrscheinlich kriegen wir jetzt mehr raus. Nachdem wir hier jetzt nochmal geguckt haben. Lieber gucken wir uns vorher um, bevor wir jetzt Gegner rumspiken, dass wir nachher schnell wieder abhauen können. Das hat er nicht gesagt. Doch, das hat er gesagt. Genau, das hat er gesagt. Die haben hier gelootet. Aber richtig heftig. Die haben sie gesagt, Mensch, Anarchie, gehen wir mal den seinen Tresor knacken. Kriegst du das auf? Das kriege ich hin. Das freut mich. Oh. Geschafft. Lutes sagt, der Bastard sei nicht ihrem Schoß entsprungen, sondern das Produkt irgendeiner gottlosen Wissenschaft. Ich weiß nicht, was stimmt. Das Kind ist nicht göttlicher als ich. Was sagt das über die Sehergabe meines Gatten aus? Er fleht mich an zu schweigen, aber ich kann ihm nur anbieten, ihm zu verzeihen. Aber wenn er bereut, muss er auch die Wahrheit sagen. Ich kann seine Lügen nicht mehr ertragen. Muss doch nicht! Junge Dame, muss doch nicht. Wahrscheinlich hat er sie selber getötet, weil sie halt was sagen wollte. Hier ist nicht Elizabeth. Muss hier nicht hin. Dann gucken wir uns mal an, was der Riss uns zu sagen hat. Ich habe genug von ihm. Also, du weißt ja nicht, wie ich genug von dir hab. Okay, jetzt ist er weg. Gut, dass er mir Zeit im Nachladen gibt. Oder ist er jetzt weg, weg, tot? Ich hab noch nicht ernsthaft gekillt. Nö. Gut, mein Riss. Gucken wir mal. Und wenn ich diese Sabotage begehe? Alle ihre Patente? Alle, Mr. Fink. Aber warum will der Prophet, dass die zwei... Aus dem gleichen Grund, wieso Lady Comstock starb. Das Kind. Und warum soll ausgerechnet ich es tun? Nur sie können es wie einen Unfall aussehen lassen. Ich glaube, das ist nicht die wahre Lady Comstock. Ich glaube, sie... ist ein Gemisch aus ihrem Wesen und meinen Gefühlen ihr gegenüber. Was meinst du? Ich bin so wütend. Auf sie und meinen Vater. Ich denke, sie ist sie, aber zum Teil auch ich. Ich kapiere das selbst gar nicht so richtig. Wieder so ein Pupsgesicht. Okay. Hier sind Fußabdrücke, ja, das ist cool, und dann gehen sie hier lang, ja? Ja, ich sollte so wirklich hier lang müsste. Alter, einfach Druck. Alter, heftig. Mehr hab ich im Moment nicht. Das ist nicht schön. Ich würde gerne mehr haben. Ich würde gerne wissen, wo die alte hin ist. Fuck, die ist da oben. Komm mal bitte runter, Mäuschen. Ja, so ist cool. Jetzt komm, weiter, weiter, weiter! Kannst du nicht den Schuss haben? Oh shit. Shit. Moment noch! Wie, Moment mal! Bin kurz davor, die zu killen, du sagst, Moment mal! So ist es aber nicht schick. Okay, hier ist wirklich bloß das drin, was ich brauche. Ist ja auch doof.
So. Du hast nicht mehr so viel Munition, such neue. Ach, na, was ist das denn für ein Tipp? Ist ja voll nett von dir. Danke. Okay, Lady Comstock ist an die Piste, wie es aussieht. Aber wie gesagt, als ich sie das erste Mal weggeklatscht habe, stand da 1 von 20. Ich habe keinen Bock, die jetzt wirklich 20 Mal doch zu besiegen. Den wäre ein bisschen einfallslos, meint er nicht? Finde ich jetzt so. Mehr oder weniger. Gut. Auf unserer Seite ist jetzt nichts mehr. Blöde, ich muss halt wirklich weitermachen mit irgendwelchen anderen Pistolen gleich, weil ich die Munition kriege nicht. Es ist zwar immer mal wieder ein bisschen was dabei, aber nicht viel. Okay, hier sind wir durch. Dann müssen wir jetzt da lang, wie ich denke. Schön nachladen, obwohl wollen wir da oben nochmal gucken. Ich finde es so schade, dass mir hier Elizabeth nichts hinbringt. So irgendwie sagt, ey, hier ist noch so ein Roboter-Kackviech. Nö. Da müssen wir jetzt alleine mit klarkommen. Da ist ein Munitionsverkäufer. Du kannst mir doch bestimmt Munition verkaufen. Da. Ja, komm noch eins. Und wo haben wir das andere? Da ist die Panzerfels. Sehr schick. Darauf habe ich gehofft. Dankeschön. Ach, ich mag das. Okay, hier haben wir noch eine Leiche. Und den nächsten Fahrstuhl. Na dann, verlassen wir den Bereich. Wird schon werden, denke ich. Wird schon werden. Die Bank des Propheten ragt. Mann! Naja, müsst ihr Stopp drücken, dann wisst ihr, was da steht. Okay, ich finde den letzten. Achso, ich bin wieder zurück. Okay, die haben mich eingeschlossen. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Kriegen wir hin. Vorsicht, Fireman! Well, tschüss. Cool. Wo will ich denn hin? Wo ist denn der Fireman? Ach da. Naja, ja. Komm, runter da, runter da. Ich verkrieg mich gar nicht. Krieg dich mal selber. Na, ah, war ein bisschen. Okay, muss da weiter. War wohin weiter? Ja, bringt mir ja nur nicht viel, ne? Gucken, was er jetzt sagt. Okay, in welche Richtung will er? In die Richtung will er. Wo könnte man hier denn noch hinkommen? Ei. Schönen Tag noch. Bringt mir auch nicht viel, ne? Ist auch bloß wieder eine Rundfahrt. Aber ich guck dann hier erstmal hier hoch. Jetzt raff ich das erst. Das ist wirklich eh ein Durchgang. Mörder selber. Ich muss gerade nachladen, tut mir leid. Ach, sehe ich anders. Aber danke, dass ihr Vertrauen in mich habt. Okay, ich muss hier runter, sagen sie. Bringt mir halt nichts. Öffne ihn. Okay, wir haben Waffenautomaten, der wird uns helfen. Auf jeden Fall. Einfach bloß, weil er cool ist. Weil er sagt, Mensch, du bist ein toller Typ, dir helfe ich mal. Bums. Genau, da hinten wird jetzt einer abgeschossen. Weg ist er. Das wart. So, jetzt sag mir bitte. Gut, das hat jetzt den Blitz, da habe ich jetzt nicht gesehen. Okay, muss hier ran, ja? In die Richtung. Warte. Warum sagt er mir denn jetzt, ich muss da hin? Macht doch alles keinen Sinn.
Das macht alles keinen Sinn, Leute. Hallo? Hier sagt er dann auch wieder, ja, spring mal nach da oben. Und in welche Richtung soll ich springen? Ja, in Bede, na geil. Aber was bringt's mir? Warte mal. Hier war doch was. Okay, hier will er noch nicht hin. Will aber auch nicht hin. Für den letzten Riss? Ja, wirklich gerne. Da sagt er, ich soll wieder hier hin. Kann ich irgendwie noch langsamer werden? Gefällt mir. Warum will er denn jetzt, dass wir da hingehen? Warte. Gehen wir nochmal runter. Gehen wir einfach ganz runter. Es bringt mir ja gerade irgendwie nicht viel, ne? Okay, bringt doch nichts, wenn wir hier runtergehen. Wenn mir dann wahrscheinlich wieder sagt, ey, jemand noch da oben. Es ist halt ein fucking Kreislauf. Was bringt's mir? Wäre cool, wenn hier unten irgendwas wäre, wo man hin kann. Aber hier ist nichts. Außer das da. Hier kommen wir aber auch nicht weiter. Weil hier haben sie ja unseren Fahrstuhl weggeknüppelt. Ach, na so ein Wunder. Wie wert, wenn ich jetzt einfach einen kurzen Schnitt mache. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Weil, ich habe keine Ahnung, was ich hier tun soll. Bis gleich. So, Leute, da sind wir wieder. Ich glaube, ich habe es jetzt rausgefunden. Wisst ihr, was das war? Kann ich euch sagen. Hier. Geht's weiter. Ist was Blödes? Warum zeigt er ihn das denn nicht an? Jo, spring mal hier und spring mal da, spring mal hier. Er geht hier weiter. Ganz einfach. Ja, nicht mal so schlecht. Ja, nicht mal so schlimm. So, da haben wir die nette Dame wieder. We claimed for the people of Columbia. Ey, guck mal, jetzt hätten wir ihn gefunden. Den wir jetzt schon längst haben. Könnten wir uns nochmal ausrüsten, aber wir sind eigentlich ganz gut bestückt gerade. Oh, da kommst du wahrscheinlich wieder. Echt? Machst du das? Bitte sehr! Scharfschütze! Da, ein Scharfschütze! Steh uns noch vor meinem eigenen Köder und komm nicht weiter. Du bist weg. Da lebst du immer noch? Wo bist du denn? Ach, da oben. Bums. Oh, hat nicht geklappt mit dem Herz ausreißen, ne? Das tut mir leid. Ey, ihr seht so freundlich aus. Alles cool bei euch. Ah, Leute. Was ist los? Salze nehmen wir mit. Brauche ich zwar nicht wirklich, aber nehmen wir mit. Ja, Revolver Uni und so ein Schnösel. Brauchst auch keiner. Was könnte denn hier sein? Was steht hier vor? Nüscht, alles cool. Ich dachte, ich komme hier in so einen netten Raum und alle so, ja, alles cool hier. Komm doch her, wir laden dich ein auf den Tee. War irgendwie nicht so. Gegen seine politischen Gegner los. Er predigt Gnade, aber 40 Menschen liegen heute tot in anonymen Gräbern. Wenn es einen Menschen gibt,
der der Gnade unwürdig ist, dann ist es mein Mann. Doch als ich jenseits aller Vergebung stand, bot er sie mir trotzdem an. Wie kann ich jemanden die Vergebung verweigern, der sie mir so liebevoll gewährte? Einfach nö sagen. Ist nicht so schwer. Einfach nö sagen. Ich bring dich um! Weitere Scharfschützen oder was schießt jetzt auf mich? Oder will mich doch keiner umbringen? Ne, anscheinend ist hier irgendjemand. Ja, wo bist du denn? Ich würde dir helfen. Können wir uns beide in Stücke reißen, wisst ihr? Hier wurden sie wieder niedergemacht. Das ist so mies. Ne, Glut auch noch, das ist viel mieser. Tja. Aber hier müssen wir wohl oder übel lang. Ich warte nochmal nach. Achso, du willst hier rein. Na gut, den nehmen wir hier rein. Kannst du das öffnen? Bin dabei. Dankeschön. Piep, piep, piep. Fertig. Oh, das ging aber schnell. Komm, rein gesteckt. Zack, fertig. Ach, easy. Oh, er ist in 5 Minuten zurück. Na, dann gucken wir mal. Dann bleiben wir ja aber genau 5 Minuten stehen. Und wer, der kommt nicht. So, hier gucken wir natürlich gleich wieder rein. In den Riss. Aber vorher müssen wir hier noch ein bisschen looten. Denn ihr wisst ja, wer weiß, was nach dem Riss passiert. Was wir danach wissen, was denn für eine quantenmechanische Schnippschnabblabab kommt. Da muss man nämlich immer aufpassen. Okay, noch mehr Geld. Gerade sieht es echt gut aus mit uns und dem Geld. Danke. Ja klar. Wir haben jetzt über 2200. So, und jetzt öffnen wir den Riss und erfahren das Letzte. Sie sind doch tot. Ich habe die Leichenfotos gemacht. Ja, und sie waren kompletter Pfusch. Man erwartet nicht, dass ein Foto der eigenen Leiche sehr vollkommen leblos wirkt. Das hat mir jetzt nicht so viel geholfen, oder? Willst du jetzt noch irgendwas sagen? Oder nicht? Das ist doch Irrsinn! Welchen Beweis hast du, dass Mr. Fink den Lutesses etwas antun würde? Sie haben es mir selbst gesagt. Die Lutesses? Wann? Gestern. Gestern Morgen. Rupert, sie sind seit 7 Tagen tot. Oder wohl doch nicht. Okay, jetzt soll ich wieder zum Comstock-Haus zurück. Warum? Weil dann die Mutter da ist? Guck mal, Schadensboost. Oh, das war jetzt der erste. Das ist ja schade. Ich dachte, gut, nehmen wir halt den Schadensboost, dann haben wir das schon ein bisschen weiter. Irgendwie noch nicht. Ja, Mann! Wer weiß, vielleicht müssen wir denn auf irgendwelche Waffen zurückgreifen und... Ach, toll, jetzt ist hier Panzerfaust, ihr Schissel. Natürlich, Panzerfaust und das... Krass. Voll geil. Das, was wir jetzt brauchen. Na, vielleicht kriegen wir ja doch mal Geld. Was wollen Sie mit dem Ding hier? Einen Marienkäfer? Ja. Warten, sag's mir. Sag mir, was ist hier faul? Ihr seid hier oben, sag das doch. Ich mach mir die ganze Zeit Sorgen, wo die Stimmen herkommen. Bums, den hab ich erwischt. Mist, eh mal. Wo muss ich denn lang? Ich muss wieder hier lang, genau. Unser Flakgeschütz? Bestimmt nicht, wa? Wäre zu nett. Guck mal, ich gehe einfach hier lang. Und dann müssen sie entweder zu uns kommen oder die lassen uns in Ruhe. Was sagst du denn dazu? Und jeder, der die Wahrheit kannte, wäre besser gleich mitgestorben. Ich bin gar nicht seine Tochter. Ich bin nur ein Testsubjekt, das man untersucht. Nein, bist du nicht. Elizabeth, hör mir zu. Was du durchgemacht hast, das hat niemand auf der Welt verdient. Booker. Wir kommen hier weg, verstehst du? Und dann musst du nie wieder zurückschauen. So sieht's aus, wir schaffen das. Glaub mir. Oder glaub Booker. Mir sollte man lieber nicht glauben. Alter, was? Die war vorher noch nicht da, oder? Weil du nicht meine Mutter warst. Und ich bin die Mutter!
Elizabeth, hier weg. Ich muss gerade deine Mutter killen, die ja nicht deine Mutter ist. Shit, daneben geschossen. Oh oh. Oh oh. Lass mich durch, lass mich durch, lass mich durch. Das ist nicht gut. Wie mehr Zeit? Ich brauche mehr Leben. Verdammte Hacke. Knapp. Meine lieben Leute, das war knapp. Das ist immer noch knapp. Wie wär's mit Gesundheit, liebe Lizzie? Ja, Munition ist auch cool, aber Gesundheit wäre halt besser, ne? Scheiße. Ja, ich brauch die Gesundheit und keine Munition. Okay. Bin wieder da. Ich bin wieder hier. Ach, guck mal, er kann mal Moskito holen. Sehr schön. Boah, er hat aber Typen zu beschwören, bitte. Wer folgt noch von dir? Danke! Alter, siehst du doch nicht selber, dass das nicht dein Kind ist. Ich versuche Nachschub zu liefern. Alles klar. Alles cool. Au, 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 au. Ich schulde dir eine Entschuldigung. Comstock benutzte mich, um dich zurückzuholen, aber ich holte eine Version, die meinem eigenen Bild von dir entsprungen war. Alles deine Schuld! Er gab vor, dich zu lieben, wie er es mit mir gemacht hatte. Bastard! Ich bin nicht der Bastard deines Mannes. Ich bin sein Opfer. Aber meine Tage als Opfer sind vorbei. Wir müssen uns verzeihen. Denn einer ist viel schlimmer als du. Der Prophet hat mich getötet. Weil du sein Geheimnis nicht wahren wolltest. Über mich. Wenn das stimmt, warum lebe ich dann? Du lebst nicht. Nicht in dieser Welt. Aber vielleicht bist du in einer anderen, in der du ihn nie getroffen hast. Oder ihn gerettet habe. Ich weiß nicht. Ist das möglich? Finde es heraus, Kind. Finde es heraus. Booker. Danke. Was habe ich denn jetzt genau gemacht? Ich weiß es nicht. Aber wir brauchen doch ihre Hand. Verdammte Schnösel. Ach, Leute, hier geht's weiter in der nächsten Folge. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich weiß nicht, was noch passiert. Es ist gruselig. Ja, bis zur nächsten Episode.